Der Vogel steht bald nicht mehr still. Dann dreht er sich auf meinem Grill. Bäh. Vogel auf dem Grill, dein Ernst? Bei? Schönes, knuspriges Hühnchen? Könnte vielleicht doch ganz gut schmecken. Ja, ich hab's auch endlich mal wieder geschafft, zurück bei Banjo-Kazooie. Ist jetzt eine ganze Weile her. Aber ich komme mal wieder dazu. Ich muss jetzt nur gucken, wo wir eigentlich noch mal lang müssen. Oh, da wollte ich noch mal gucken, ob wir da noch mal rein müssen. Ich glaube, wir haben es gemacht. Aber ich kann mich auch nicht mehr ganz dran erinnern, deswegen versuche ich es jetzt gerade noch mal. Weil Tanda hatte gemeint, da war doch noch was. Ah, aber wir haben es schon gemacht. Okay. Macht jetzt aber nichts. Lieber habe ich noch mal geguckt. Ist die Frage, wohin jetzt? Ich glaube, wir haben eigentlich nur noch... Da kamen wir her. Klenkers Cavern und den Vierjahreszeitenwald. Kann das sein? Na, da waren wir eigentlich auch schon. Genau, da waren wir auch. Okay. Okay, dann bleiben, glaube ich, wirklich nur noch zwei Sachen übrig. Ja, und der Fakt, warum das so lange gedauert hat, das ist ja das übelst Witzige. Ich habe ja gesagt, hey, ich mache offscreen einfach die Noten nochmal komplett von Monsters Mansion. Wir haben es ja gesehen. Deswegen muss man sich das, glaube ich, nicht nochmal angucken. Und es ist echt heftig, weil es ist eigentlich wirklich mein Lieblingslevel. Ich habe da noch nie Probleme gehabt, alle Noten zu finden. Warum auch immer habe ich jetzt mich aber so kolossal dran gestellt, dass ich, egal wie oft ich es versucht und wie lange ich da jetzt in dem Level rumgeirrt bin, ich glaube, ich habe bestimmt offscreen, ich habe es zweimal versucht. Einmal dachte ich, okay, jetzt hattest du irgendwie einen schlechten Tag, hat nicht so funktioniert. Habe es dann irgendwann nochmal versucht und ich war wirklich überall, wo ich mir denken kann, dass ich hin kann. Und mir fehlen einfach 9 Noten. Ich kriege die im Moment einfach nicht zusammen. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, komm, ich kann halt keine x Wochen irgendwie kein Banjo spielen. Das ist auch wieder blöd. Jetzt machen wir einfach weiter und ich versuche einfach kurz vorm Finale mir die Noten nochmal alle zu holen. Weil, wie gesagt, ich kenne das so nicht. Ich hatte da nie das Problem, dass ich die Noten nicht alle finde. Jetzt ist es aber irgendwie passiert. Da ist irgendwie der Wurm drin. Ich glaube, da geht es dann weiter, ne? Nein, jetzt wollte ich, wie gesagt, nicht noch mehr Wochen irgendwie mit nichts verbrauchen. Also das ist halt einfach doof. Ich hatte jetzt schon Bock, wieder weiterzuspielen. Ui, ja. Das sieht so irgendwie halb richtig aus. Was ich nicht weiß, ist, ob wir uns hier die Welt überhaupt schon... Ach, wie geil! Diese Rare-Truhe da. Ist ja cool. Bärenvogel sind so dumm. Laufen im Kreis herum. Wenigstens laufen wir. Bewegung, Sport. Sowas tut gut. Badam, bam. Alles andere ist, ja, wir haben es noch gar nicht geöffnet. Wir müssen das erstmal noch öffnen. Ist die Frage, wo? Ob da irgendwas in dieser Rare-Kiste ist? Ohne Scheiß, ich weiß es nicht mehr. Das muss doch zumindest einmal sein, oder? Das ist so geil. Wie wir das einfach... Das... Ja, okay. Fail-Quote erfüllt. Jetzt müssen die Springer aber... Die Springer aber sitzen. Die Springerstiefel. Banjo schnürt die Springerstiefel, jetzt geht's los. Oh, noch ein Kessel. Das ist der grüne. Von ganz am Anfang, oder? Nee, von hier oben. Okay, ich habe wirklich 3 Wochen nicht gespielt oder so. Muss trotzdem mal gucken, ob irgendwas mit dieser Kiste hier ist. Ja. Ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Dann müssen wir das nur wieder runterstellen, wenn wir damit fertig sind. Und das ist halt einfach mal sogar ein Muss, ne? An diese Kiste zu kommen. Ich bin so ein Dulli. Ich bin einfach komplett Marmelade.
Aber ganz ehrlich, ich freue mich, dass wir jetzt gerade wieder auch ein bisschen zu Banjo kommen. Das sieht ein bisschen aus. Was könnte man da dran? Und was ist hier drin? Einfach nur Dinge! Und Rusty Bucket Bay. Ich freue mich so total, absolut, vollkommen. Rusty Bucket Bay. Das weckt böse Erinnerungen. Das ist ein Level und der Sam hatte auch gemeint, auf jeden Fall in einen Raum zuerst reingehen, weil da die Noten zu kriegen, ist schwierig. Und wenn ich da jetzt irgendwie 99 Noten hätte oder 80 Noten oder was auch immer. Oh, da ist nichts. Ja, das kommt mir bekannt vor, von der anderen Seite. Ja gut, ja, da gibt es nämlich einen Raum, wo sich da so die Schrauben und das alles drehen und Krams, und da runterzufallen ist halt sehr wahrscheinlich. Und wenn man dann fast alle Noten hat und es hängt an diesem Raum und du failst dann dort, dann ist Ende Gelände. Jetzt könnte ich hier eigentlich auch einfach reinschwimmen, ne? Was ich immer noch nicht weiß, ist vier Jahreszeitenwald. Ja, gut. Wir werden irgendwie hinfinden. Den mache ich auch noch deutlich lieber, obwohl der ja viel größer ist. Ich muss halt auch sagen, mich pisst die Musik hier ein bisschen an. Das... Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Das passt so ein bisschen zu diesem Hafen, Matrosen und so weiter, ne? Aber auch dieses... Das sind alles so Geräusche irgendwie, die voll dazu passen, aber... Die Musik als solche ist einfach störend. Ja, man müsste auch reintreffen. Toll 2, war das? Hat das auch eine Anzeige gehabt für... viele Eier da rein müssen? Vielleicht zweimal probieren. Und beim ersten Mal halt zwei und beim zweiten Mal halt nochmal zwei drauf. Ich will mich jetzt mal ein bisschen hier umgucken. Da könnte man auf jeden Fall auch rein. Ach, hier war der Jinjo. Hier in dieses Haus konnte man... Wow, Kamera, ist das dein Ernst? Boah, komm, beweg dich doch bitte ein bisschen mit. Ich glaube, hier konnte man durch dieses Dach auch rein. Boah, das wird mit der Kamera echt lustig. Ich kann mich ja überhaupt nicht gescheit bewegen und so. Da war der Jinjo und da gab's auch. Und das ist das Widerlichste überhaupt. Ich meine, guck dir die Soße hier an. Das ist doch widerlich. Ich glaube, uns passiert da drin aber nichts. Nur, man müsste hier schnell sein. Wegen der Hai. Von uns zum Hai. Hier passiert uns aber was. Ja, ganz deutlich. Also noch deutlicher geht's nicht. Aber was ich zuerst mal machen müsste, wären, glaube ich, wirklich die Noten in diesem Raum, von dem es Sam hatte. Und jetzt will ich mal gucken, weil ich glaube, der Raum war irgendwie auf dem Schiff, im Schiff, irgendwie sowas. Ach, das war so, okay. Und das war irgendwie total furchtbar. Wenn man den Raum schafft, dann kann man irgendwie auch den anderen Kram noch machen mit den Noten. Naja, hier war das mit dem Kran.
Ich glaube, das war dann hier... Oh, das gibt auch nochmal was echt Widerliches. Wo man hier oben drauf musste. Das ist halt mit der Kamera und mit dem Gamepad wahrscheinlich wieder lustig. Den Kran entlang laufen und dann ganz schnell runter, um unter diesen Käfig zu kommen, wo ein Puzzleteil ist. Aber ich will erstmal das aktivieren, bevor wir hier hochsteigen. Ja, toll, 4. Ich glaube, das zeigt dann wirklich die Anzahl der Eier an. Hier haben wir jetzt nämlich 4 gebraucht und wir kämen rüber. Ich will trotzdem mal hier hochgehen und gucken. Also ihr könnt ja mal sagen, wie es euch geht mit der Musik. Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, ich finde die nicht schlecht, aber sie ist auf Zeit ein bisschen nervig irgendwann. Aber vielleicht geht es euch da auch vollkommen anders mit. Okay, was mache ich hier? Ach, das war das. Ja, da komme ich doch hier so überhaupt nicht hoch. Eieiei. Ja, okay, ich probier's mal. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ich sehe absolut nichts. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Ich habe Angst. Boah, hier ist eine Treppe. Okay, ja, das tut uns nichts, aber allein im Wasser ohne zu tauchen verlieren wir Energie. So rum war das. Hier kann ich aber auch noch mal... Komm ich hier rein? Jetzt mache ich wieder eigentlich alles, was ich nicht machen will. Weil ich dann ja sowieso sterbe wahrscheinlich. Da ist noch einer. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber wer will das schon? TNT. Dynamite. Oh. Ach so, wir haben... Wir kriegen Leben dafür. Das wusste ich auch noch mal. Okay. Nehme ich gerne mit. Das ist aber hier wahrscheinlich dann auch alles gewesen. Ist aber gar nicht schlecht, so ein kleines Secret hier drin. Nur würde ich echt gerne... Trotzdem erstmal... hier kann ich rein. Da müsste ich irgendwie rüber. Ach, hier gibt es noch mal einen Kran mit TNT. Es macht auch irgendwas. Ich müsste ja aber wahrscheinlich... müsste so oder so auf das Schiff. Und hier waren wir. Ich muss trotzdem mal hier reingucken. Wie ich immer noch alles Mögliche mache. Und dann irgendwie sterben könnte, wahrscheinlich in dem Raum. Und das dann alles nochmal mache, ne? Hi, hi. Oh, ich höre doch einen Jinjo. Wie ich auch voll alles... Oh, alles Mögliche treffe hier. Voll gut, ne? Also, von hinten. Also, ich treffe die auch von hinten, aber... eigentlich habe ich mich mehr über meine Trefferchance lustig gemacht. Ist natürlich auch fies. Ich hoffe, dass hier jetzt keine Noten sind. Wo ist denn der Ginger? Whee. Oh, hier sind noch mal Federn, Ikambokan. Da geht's wieder raus. Ich sehe jetzt aber keine Noten, was okay ist. So, und wo wollte ich jetzt nochmal raus? Da ich halt auch wirklich keine Ahnung habe, was ich hier treibe. Das klingt fast wie so ein Goofy. Ja, wer
wenn dann schon richtig, aber da tut sich nichts. Gut, wir nehmen die Eier mit. Da kann man auch nochmal rein. Ach komm, ich gehe es jetzt durch und dann gehen wir aber auch wirklich gucken, dass wir den Raum finden. Weil der ist nicht schön. Da sind auf jeden Fall jede Menge Noten. Das ist auch nicht schön, weil wenn ich sterbe, verliere ich die wieder alle. Vielleicht mache ich mir da jetzt auch viel zu viel Aufregung um nichts. So, die wollen wir mal alle nicht einsammeln. Ich glaube, das war's mit Noten. Zumindest, wenn wir hier Energie verlieren, könnten wir hier auch nochmal rein. Das ist nämlich das. Eieiei. Ich sehe schon, das wird witzig. Dann ist halt der Hai auch. Der Hai. Ich hasse den Hai. So ist die Frage. Wir müssen dann hoch. Ich will mir das einmal ganz kurz angucken. Wenn wir es dann schaffen, hier hochzukommen. Das ist halt echt. Gut, okay. Das war jetzt fast ein bisschen. Uiuiui. Aber wir haben halt keine Schuhe und nichts. Es muss so gehen. Es muss so gehen. Gut, kann ich mich bewegen? Komm, komm, komm. Yay. Holy moly. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass sie sich hier... dass sie sich hier verwandeln. Kann ich die irgendwie... Okay, kann ich scheinbar nicht. Kann ich mit Eiern? Nö, kann ich absolut gar nichts machen. Da kann ich mit den Federn? Wow! Ich wollte gar nicht so nah ran. Auch das geht nicht. Wow, okay. Das ist ja übel, sprach der Dübe. Wo muss ich jetzt hin? Das ist wahrscheinlich schwierig, ne? Oh, ist die Küche! Da finde ich die Musik übrigens cool. Guck's dir an. Ja, und die Öfen haben sie alle offen stehen und die Platten an. Das ist doch Energieverschwendung. Warum macht ihr das? Ja, genau. Ich wollte nicht... Ich will doch kein gebratenes Gefühl. Arme Kazooie. Da liegt noch das Küchenmesser rum und alles. Verletzung am Arbeitsplatz. Ihr seid... Guck mal! Da könntest du ausrutschen. Eieiei. Das sind hier ein paar Schlingel hier unten. Sowas nennt sich Koch. Oh, da sind Eier. Aber... Ja, wenn ich die so auch kriege, klar. Nehme ich die auch so. Da wären wir fast schon wieder als gegrilltes Geflügel geendet. Heieiei. So weit die Küche, ne? Da komme ich so nicht hoch, aber ich könnte hier drauf. Ist halt echt die Frage, wo dieser Raum ist. Ich habe ein bisschen Bammel, dass ich den ganz am Schluss erst finde und dann funzt es nicht. Wo war der denn? 1, 2, 3. Woher soll ich denn... Ah, das stand, glaube ich, irgendwo am Schiff oder so nebendran. Also es muss ja irgendwo stehen, weil wie sollst du sonst drauf kommen? Aber ich glaube, es war irgendwo neben am Schiff.
Name vom Schiff oder irgendwas und dann... Uah! Nein, du sollst ein Rettungsring sein, kein Beißring. Wir sind hier nicht bei Babys und Kleintieren und so. Aber ich will noch mal gucken. Ja, ja, komm her. Aber das Geräusch ist geil, oder? Wenn er stirbt... Hier geht die Luft aus. Du, 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 du. Also ein bisschen was hat sie, die Musik. Aber irgendwie dieses... Das wird mir irgendwann ein bisschen nervig dann so im Ohr. Da geht es mir aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen mit anderen Tracks. Gobi's Valley und so zum Beispiel. Ist auch nicht schlecht. Aber die nervt mich nach einer Zeit. Oh! Nein! Oh! Das habe ich jetzt ehrlich gesagt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Oh mein Goschen. Okay, wo sind wir jetzt? Wieder am Anfang. Fies, fies das. Der hat hier gelebt, ne? Das war der... Du hast gelebt. Aber ich komme hier auch irgendwo rein. Ich sehe es schon kommen, ich finde den Raum irgendwann beim nächsten Part dann. Und denke mir dann, scheiße, ich muss ihn schaffen, weil ich ja sonst hier alles verloren habe. Na gut. Ich weiß jetzt halt aber nicht mehr, welcher das war. Beziehungsweise wo der war. Ich weiß noch so, was mich drin erwartet hat, deswegen war es ja so schlimm. Naja, dann halt ein andermal. Hui. Aber vielleicht finden wir ihn ja noch. Hops. Wow. Ach Gott, der war noch hier. Oh. Ich bin ein Dolly vom Dienst. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwas verpasst haben. Sieht nicht so aus, ne? Oh, warte mal. Das ist, glaube ich, nur eine Feder, ne? Ja. Der hier hat gelebt oder irgendwie sowas. Irgendeiner von euch war das doch. Wow. Ja, du warst das. Was mich jetzt noch interessiert, könnte das der Raum gewesen sein? Nee, auch nicht. Ich fürchte fast, dann mache ich den halt im nächsten Part und wenn es mit den Puzzleteilen gar nicht will, müssen wir halt nochmal gucken, mit den Noten dann. Weil wenn ich dann tot bin, bin ich tot. Ich glaube, bei dem Raum war es wirklich so, wenn man runterfällt, ist gelaufen. Ach, guck mal, wie sie hier so schön ihre Erinnerungsstücke... Du schläfst aber nicht, du läufst auf deinem Bett. Hi, hi. Oh Mann. Die sind auch ein bisschen seltsam hier, aber gut. Ach, da haben wir's. 3-1-2-1-1-1. Wo waren das jetzt noch? 3-1-2-1-1-1. Ich dachte nämlich, das war außen irgendwo am Schiff. 3-1-2. 3-1-2. Wo war das? Mann, wo war das? Ich glaube, dann machen wir das nämlich noch und gönnen uns dann den Rest vom Level hier im nächsten Part oder so. Da unten kann man bestimmt auch nochmal rein. Ach, hier oben ist es. Also. 3, 1, 2, 1, 1 und die 1. Aha. Jo, und damit würde ich sagen, 2 Puzzleteile haben wir. Das ist noch nicht mega viel. Aber wir können ja mal gucken. Ein Jinjo haben wir auch erst. Und wir haben auch hier 2 leere Honigwaben.
Aber alter Schwede, schon die Hälfte der Noten. Ja, wenn wir das mit dem Raum failen, dann wird's übel. Aber es ist, glaube ich, jetzt auch ganz gut gegangen, die irgendwie alle einzusammeln. Von daher kann man die auch ganz gut nachholen. Ich würde sagen, den Rest schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis dann. Mua.